Ja, schönen Vormittag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass Sie wieder mal bei unserem Webinar dabei sind. Jetzt haben wir eine längere Pause gehabt, von ein paar Monaten. Jetzt geht es aber wieder weiter mit unserer Webinarserie. Heutiges Thema, Sie sehen es auf der ersten Folie, solare Bioenergiedörfer, die Energiewende vor Ort. Mein Name ist Jakob Lodeni und zu diesem Thema wird uns heute Sebastian Schramm einen Expertenvortrag halten. Sie wissen, es gibt immer mehr Dörfer und Gemeinden, die sich ihre Energie selber erzeugen vor Ort. Dabei wird meistens Biomasse eingesetzt. Aber eine Kombination mit Solarwärme bietet eben noch viele weitere Vorteile. Und darum, um diese Kombination wird es heute gehen. Davor wird noch Gernot Wörther vom Klima- und Energiefonds einen Vortrag zum aktuellen Förderprogramm für solare Großanlagen halten. Dieses Förderprogramm ist eben auch genauer für solche Anlagen gedacht, um eben Fernwärme in Bioenergiedörfern zu erzeugen und was da die Rahmenbedingungen sind und die Möglichkeiten. Momentan dazu wird Gernot Wörther zu Beginn noch vor dem Expertenvortrag einen eigenen Vortrag halten. Ja, ich darf jetzt noch kurz den Verband Austria Solar vorstellen für alle, die ihn vielleicht nicht so gut kennen. Wir sind die Vertretung der Solarwärmebranche in Österreich, vertreten rund 100 Unternehmen, die Sie da abgebildet sehen. Dazu gehören eben alle namhaften Kollektorhersteller, Zulieferer und Forschungsinstitute in Österreich und auch aus dem Ausland. Wir haben auch Mitglieder aus Deutschland und Finnland und der Schweiz zum Beispiel und eben auch noch 63 Solarpartner, Installateure. Kurz zum Ablauf des Webinars. Wir zeichnen dieses Webinar auf und stellen es Ihnen dann im Anschluss auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung. Sie können das Webinar dann gerne teilen und sich noch einmal anschauen. Und den Link bekommen Sie dann im Anschluss an das Webinar zugeschickt, sobald eben der Upload erfolgt ist auf YouTube. Zusätzlich können Sie natürlich Fragen stellen während dem Webinar. Die stellen Sie bitte schriftlich über die F&A-Funktion in Ihrer Menüleiste. Und im Anschluss an den jeweiligen Vortrag werde ich die Fragen an den jeweiligen Referenten dann stellen. So, das war es jetzt auch schon wieder von meiner Seite. Ich darf jetzt einmal den Gernot Wörther bitten, seinen Vortrag aufzurufen und dann eben auch gleich zu beginnen. Ja, guten Morgen, sehr gerne. Ich darf Ihnen, wie schon angesprochen, das Förderprogramm vorstellen. Wir haben jetzt 45 Millionen Euro für die solare Wärmewende für die Jahre 2021 bis 2023. Ganz kurz zum Hintergrund. Ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen das Förderprogramm. Es läuft seit 2010. Wir sind damals angetreten mit dem Ziel, die breite Umsetzung von solaren Großanlagen in Österreich zu ermöglichen, Erfahrungen zu sammeln und die auch wieder an die Branche zurückzugeben und auch ein neues Marktsegment aufzubauen. Und seit heuer gehen wir sozusagen nochmal einen Schritt weiter und versuchen, ein noch größeres Marktsegment in Österreich zu etablieren. Ganz kurz, was fördern wir? Wir fördern drei Teile. Zum einen den Bau von Solaranlagen, also sprich die klassische Investitionsförderung für Anlagen ab 100 Quadratmeter, beziehungsweise beim Themenfeld 5 neue Technologien ab 50 Quadratmeter. In Summe haben wir 6 Themenfelder, die zeige ich Ihnen noch ganz kurz, aber das ist einmal der erste Block der Förderung für die Investition. Der zweite Block ist die Begleitforschung. Es geht eben darum, zum einen die Antragsteller schon vor der Einreichung zu unterstützen, dass Planungsfehler vermieden werden, aber dann auch nach der Errichtung der Anlagen, dass diese wissenschaftlich begleitet vermessen werden und die Ergebnisse dann auch wieder zurückgespielt werden, zum einen an den Investor, an den Eigentümer, zum anderen aber auch an die gesamte Branche, dass alle sozusagen von den Erfahrungen lernen können. Und das Dritte ist, das ist neu, seit 2020 fördern wir auch Machbarkeitsstudien. Da geht es darum, dass man Großprojekte ab 5000 Quadratmeter nicht so einfach aus dem Boden stampfen kann. Und wir haben gesagt, wir möchten da diesen ersten Schritt unterstützen, dass man sich einmal überlegt, wie kann das ausschauen, wo sind die Grundstücke, welche Planungen brauche ich etc. Und das unterstützen wir. Wesentlich ist dabei, dass diese Projekte eine klare Umsetzungsorientierung haben müssen. Das heißt, der Wille, das dann auch wirklich in die Investitionen überzuführen, muss klar demonstriert werden. Und letztes Jahr im Sommer, ziemlich genau vor einem Jahr, gab es einen Ministerratsbeschluss,
wenn beschlossen worden, dass die Solarthermie eine Zukunftstechnologie in Österreich ist, die auch stärker unterstützt werden soll. Und es wurden dezidiert für 3 Jahre jeweils 15, also sprich in Summe 45 Millionen Euro für die Förderung dieser Technologie bereitgestellt. Das Geld ist dann sozusagen zu uns gekommen bis Dezember letzten Jahres. Und wir haben das umgesetzt in der jetzigen Ausschreibung, über die ich gerade spreche. Die Ausschreibung läuft, wie gesagt, bis 24.02.2023. Es gibt aber mehrere Einreichfristen. Also die erste Deadline ist der 15.10. diesen Jahres. Und auch danach wird es nach Bedarf mehrere Einreichfristen geben. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht 3 Jahre warten, bis Sie Ihre Förderzusage und das Geld bekommen, sondern wenn eine gewisse Anzahl von Projekten da ist, werden wir das schnell entscheiden. Und der Schwerpunkt der Ausschreibung ist eben, wie gesagt, auf große Anlagen über 5000 Quadratmeter. Es werden aber nach wie vor auch die klassischen Aufdachanlagen im kleineren Bereich auch gefördert. Was ist neu bei der Ausschreibung? Wir haben seit heuer 2 Arten von Machbarkeitsstudien. Zum einen gibt es die gesamthaften Machbarkeitsstudien, wo man sich allgemeine Teile anschaut, die technischen Teile, auch wirtschaftliche, rechtliche etc. Und dann haben wir neu eingeführt heuer auch die rein organisatorisch-wirtschaftlichen Machbarkeitsstudien. Da geht es darum, dass man, wenn man ein bestehendes technisches Konzept hat, das vielleicht nur übertragen muss, beziehungsweise wenn es schon mal eine Studie gegeben hat, das nur noch aktualisieren muss und sich nicht mehr alles voll anschauen müssen. Wichtig ist auch hier, erste Deadline 15.10. Und bereits unterstützte Projekte können auch eben diese wirtschaftlichen Machbarkeitsstudien noch einmal neu machen, weil sich vielleicht die Grundstückspreise geändert haben oder sonstige Dinge geändert haben. Das heißt, da kann man sich dann nochmal im Detail anschauen. Von der Beauftragungssumme, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, vielleicht nur so viel. Die Beauftragungssumme ist abhängig zum einen von der Projektgröße, zum anderen aber auch von der Frage, gibt es einen Langzeitspeicher oder gibt es keinen Langzeitspeicher? Und davon abhängig gibt es eine Unterstützung von 16.000 bis 97.500 Euro. Wichtig ist bei der Einreichung, wenn Sie einen Langzeitspeicher machen, bitte das auch argumentieren, sozusagen die Begründung, es gibt mehr Geld für die Studie, wenn ein Langzeitspeicher dabei ist, ist nicht ausreichend, sondern das muss man wirklich auch darstellen, wozu man das benötigt. Wichtig ist auch, immer die Stakeholder, die lokalen Akteure einbinden. Das wird oft vergessen, besonders wenn man sozusagen den Fokus auf der technischen Seite hat. Und wenn es wirklich innovative Projekte sind, also wir haben ja auch schon Projekte gehabt mit PVD-Kollektoren und Ähnlichem, dann bitte auch die Fachkompetenz darstellen, dass man das auch technisch beherrscht, wenn das was Innovativeres ist. Damit zur klassischen Investitionsförderung. Ich nehme an, Sie kennen das. Wir haben 6 Themenfelder, die solare Prozesswärme, die solare Einspeisung, die für Sie wahrscheinlich heute besonders interessant sind, die hohen solaren Deckungsgrade, die Solarthermie in der Kombination mit der Wärmepumpe, die neuen Technologien und innovativen Ansätze und eben seit heuer neue, die solaren Großanlagen ab 5000 Quadratmeter. Für alle diese Themenfelder gibt es einen Effizienzdeckel, eine maximale Förderhöhe. Das ist in der Regel der Nutz, also ein Eurobetrag von beispielsweise bei der solaren Einspeisung 550 Euro pro Megawattstunde nutzbaren Solarertrag. Das ist abgestuft nach den Themenfeldern. Und wenn sie in die Begleitforschung aufgenommen werden, also besonders innovative Projekte werden hier ausgewählt und aufgenommen, dann erhöht sich dieser Deckel noch einmal um 25%. Weiters gibt es auch die Möglichkeit einer EU-Kofinanzierung, einer ELIA-Kofinanzierung. Wenn Sie dort hineinfallen, da gibt es eine Webseite, wo Sie das ganz einfach nachschauen können, ob Ihre Investition in ein ELIA-Gebiet ist, dann gibt es keinen Förderdeckel. Damit zu dem Schwerpunkt. Große Anlagen ab 5000 Quadratmeter, das ist prinzipiell offen für alle Themenfelder, wobei wir glauben, dass das größte Potenzial bei der solaren Einspeisung, also bei der nahen Fernwärme und auch bei der Prozesswärme liegt. Die Förderung ist prinzipiell für alle Teile, die man für eine Solaranlage braucht, also sprich Planung bis maximal 15%, die Solaranlage selbstverständlich, aber auch für den Speicher, für die Wärmepumpe und die Einbindung in ein bestehendes Wärmenetz beispielsweise. Was auch wichtig ist, diese großen Anlagen können auch einreichen, wenn sie unter einen Emissionshandel fallen. Auch das ist möglich. Die Begleitforschung wird natürlich angepasst. Das macht keinen Sinn für derartige Großprojekte, was von der Stange zu machen. Und das ist auch schon das Stichwort. Prinzipiell ist es so bei diesem Themenfeld, nehmen Sie rechtzeitig mit der KPC, das ist unsere Abwicklungsstelle, die dieses Programm abwickelt, nehmen Sie rechtzeitig Kontakt auf. Es soll ein begleiteter Einreichprozess sein. In dieser Dimension sind die Förderungen nicht von der Stange, sondern da wird auch geschaut, was ist möglich im Rahmen des Förderrechts und da wird auch versucht, sie zu unterstützen.
Die Förderhöhen sind wahrscheinlich für Sie besonders interessant. Ich mache es ein bisschen schneller, kurz gesagt. Die maximale Förderhöhe ist 50%, aber auch Anlagen ab 2000 Quadratmeter kriegen 30% plus 5% Speicherinnovation und selbst Anlagen über 5000 Quadratmeter können 30% der Investitionskosten gefördert bekommen plus noch einmal 5%, wenn es einen Langzeitspeicher gibt. Das heißt, wir haben hier noch einmal nachgeschärft im Vergleich zu den Vorjahren sind die Fördersätze noch einmal attraktiviert worden. Was wichtig ist, beim Themenfeld 6 gibt es keine Begrenzung in Euro pro Megawattstunde, sondern es gibt eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, die gemacht werden muss. Und da besteht die Möglichkeit, dass man noch einmal einen Förderdeckel einzieht, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass hier exorbitante Mitnahmeeffekte entstehen. Ich sage aber ganz offen dazu, wir gehen nicht davon aus. Wir möchten das eigentlich auch eher im Hintergrund verfolgen und anschauen. Wir gehen nicht davon aus, dass man da wirklich Projekte kürzen werden müssen. Was auch wichtig ist, bei diesen Großanlagen reden wir von Förderungen, die in die mehrere Millionen Euro gehen werden. Da gibt es auch die Möglichkeit, dann einen Zahlungsplan zu vereinbaren, damit man auch die Liquidität über die Projektlaufzeit, die ja auch bei großen Projekten entsprechend länger ist, sicherstellt. Detail vielleicht noch, die Transportleitung unterliegt einem eigenen Förderregime. Auch das erklärt Ihnen gerne die KPC. Prinzipiell bei all diesen Punkten, wie gesagt, rechtzeitig Rücksprache mit der KPC ist besonders wichtig. Und damit vielleicht ein Blick zurück, was haben wir bisher gefördert, hier aufgeteilt nach den Quadratmetern. Sie sehen, der größte Teil nach den Quadratmetern ist natürlich die solare Einspeisung und Wärmenetze mit 54%, aber Sie sehen auch, die anderen Themenfelder werden sehr gut angenommen. Wir haben uns jetzt konkret angeschaut, die Prozesswärme und die Einspeisung, weil wir eben glauben, dass es hier das größte Potenzial ist, gibt, für besonders, also für größere Anlagen. Und Sie sehen in beiden Themenfeldern, dass es sowohl schon Anlagen gibt über 500 Quadratmeter, aber auch schon Anlagen über 1000 Quadratmeter. Bei der Einspeisung sogar 23 Anlagen. Also da ist schon was da, da gibt es schon Erfahrungen, da gibt es Unternehmen, die haben das schon gemacht. Und da kann man auf diesen Erfahrungen auch sehr gut aufbauen. Für uns als Bundesfonds auch immer wichtig, wie ist die regionale Verteilung? Und Sie sehen hier sozusagen die Österreich-Karte abgebildet. Und die Förderung wird in allen Bundesländern angenommen, am stärksten natürlich in der Steiermark, aber auch Kärnten und Oberösterreich sind Länder, wo das Ganze sehr stark nachgefragt wird. Vielleicht noch kurz zwei Beispiele von den Anlagen, die wir uns erhoffen in diesem neuen Themenfeld. Ein Beispiel ist Mürzzuschlag. Da ist eine Anlage errichtet worden mit 5000 Quadratmeter. Diese Anlage wird jetzt noch einmal erweitert in der nächsten Bauphase. Und man sieht hier unten sehr schönes Kollektorfeld auf einem ehemaligen Skihang. Das sind derartige Projekte, die wir uns wünschen. Das nächste Projekt ist in Friesach in Kärnten. Friesach hat in etwa 5000 Einwohner. Also es ist auch keine Großstadt, sondern so eine typisch, sagen wir, mittelgroße Gemeinde in Österreich. Hier gibt es auch eine Anlage mit 5750 Quadratmetern. Das Ganze wird im August nochmal mit der Frau Bundesministerin Gewessler errichtet und ist auch ein sehr schönes Beispiel für uns, weil es zum einen zeigt, was möglich ist, zum anderen auch, weil es hier einen wirtschaftlichen Impact gibt, 80% der Wertschöpfung bleiben in der Region. Ja, und damit bin ich schon fertig mit meinen Ausführungen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend. Wie gesagt, wir haben jetzt 45 Millionen Euro für die Solarthermie. Das ist wirklich eine einmalige Chance, die man nutzen sollte. Wir wollen das Geld wirklich auch für diese Technologie in den nächsten zwei Jahren ausgeben. Damit wollen wir aber auch was herzeigen. Wir wollen sichtbare Leuchttürme für die Wärmewende möglichst zeitnah erstellen, wo man auch dann wirklich sieht, wie funktioniert das Ganze in Österreich. Zum Förderprogramm. Ich habe es jetzt bewusst ein bisschen kurz gehalten, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen das Programm kennen. Kurz gesagt ist das Programm in weiten Teilen fortgeführt worden. Wenn wir was verändert haben, dann haben wir die Förderbedingungen weiter attraktiviert. Und was ganz wichtig ist, wenn Sie jetzt wirklich ein Großprojekt planen und das beginnt bei uns in unserer Denke ab 5000 Quadratmeter, bitte einfach im Hinterkopf behalten, es gibt dafür keine Standardlösungen. Das heißt, die frühzeitige Kontaktaufnahme mit der KPC ist in dem Fall ganz wichtig. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Gernot Wörter. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den Herrn Wörter. Sie können dafür die F&A-Funktion unten in Ihrer Menüleiste nutzen, einfach dort schriftlich die Fragen stellen und ich werde sie dann dem Herrn Wörter stellen. In der Zwischenzeit, ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, es war ein sehr guter, kurzer Überblick über das Förderprogramm. Man könnte natürlich noch um einiges mehr darüber erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie, na, Sie haben es, glaube ich, nicht erwähnt, es gibt ja auch eine eigene Website, die solare-großanlagen.at Seite, eben extra für das Förderprogramm.
wo man auch nochmal alle Infos findet. Auch auf unserer Website solarwärme.at findet man natürlich alle Infos und natürlich auch auf der Website vom Klimafonds, klimafonds.gv.at. Dort sind immer alle Infos abrufbar. Und die Kontaktdaten von Gernot Wörther waren vorher auch kurz eingeblendet. Die werden Sie dann in der Nachschau wieder sehen, beziehungsweise Sie können ja dann auch die Folien von unserer Website runterladen im Anschluss an das Webinar. Da können Sie dann auch nochmal die Kontaktdaten nachschauen. Ja, es sind bis jetzt keine Fragen gekommen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen weiter zum Expertenvortrag dieses Webinars. Sebastian Schramm von Greenone Tech ist schon da und ich darf ihn jetzt bitten, seine Folien zu öffnen. Er wird Ihnen jetzt was, wie gesagt, über solare Bioenergiedörfer erzählen und ich wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag. Sebastian? Vielen Dank, Jakob, für die Anmoderation. Ich denke, mein Bildschirm müsste man jetzt sehen. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Zuseher mit lieben Grüßen aus Wien. Steigen wir ein. Solare Bioenergiedörfer. Der Begriff Bioenergiedörfer oder Bioenergiedorf beschreibt eine Art der kommunalen, regionalen und regenerativen Energieversorgung. Laut einer Definition der Deutschen Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe. In Deutschland ist auch ich weiß nicht, ob man schon von Trend sprechen kann, aber eine zunehmende Anzahl an Bioenergiedörfern und solaren Bioenergiedörfern zu verzeichnen. Ich möchte hier aber den Bogen nach Österreich spannen und dass sich die Situation in Österreich doch deutlich von der in Deutschland unterscheidet, möchte ich hier den Fokus auf die solarthermischen Holzheizwerke legen, die einen Bestandteil von solaren Bioenergiedörfern darstellen. Und dabei möchte ich insbesondere die technischen Vorteile bei einer Kombination dieser beiden Technologien, also bei der Kombination einer solarthermischen Großanlage mit einem Holzheizwerk, hervorheben. Kommen wir zunächst zur Definition Bioenergiedorf. Das sind drei wesentliche Punkte, die ich hier herausgreife. Der erste ist, dass der überwiegende Anteil der Wärme- und Stromversorgung auf Basis von regional erzeugter Bioenergie erfolgen muss und er kann durch andere erneuerbare Energien, also beispielsweise Solarthermie, ergänzt werden. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass die Bürger in den Entscheidungsprozessen eingebunden werden. Das bedeutet in Folge dann auch, dass die Anlagen, die Erzeugungsanlagen, sich mindestens teilweise im Eigentum der Wärmekunden oder aber auch der Landwirte vor Ort befinden. Hier sei direkt der Link auf den Leitfaden der Austria Solar gegeben. Es gibt einen sehr informativen, übersichtlichen Leitfaden von der Austria Solar über die Bürgerbeteiligungsmodelle, die jetzt schon in Österreich umgesetzt worden sind. Und der dritte Punkt bei der Definition Bioenergiedorf ist, dass die Maßnahmen zur Energieeffizienz und zur Energieeinsparung stetig geprüft und auch umgesetzt werden. Auch hier haben wir was Analoges in Österreich. Wir haben schon seit vielen Jahren das Qualitätsmanagementprogramm QM Heizwerke von Klimaaktiv, was letztendlich auch die Heizwerke ist, eine Fördervoraussetzung und ein wissenschaftliches Begleitprogramm für die stetige Optimierung von Heizwerken. Beim Ländervergleich Deutschland-Österreich im Hinblick auf die Fernwärme möchte ich drei wesentliche Zahlen jetzt besonders oder hervorheben, die besonders bemerkenswert sind. In Deutschland leben, wenn wir jetzt mal grob runden, leben 2 Drittel, 59%, fast 2 Drittel der Einwohner in Mittel- und Großstädten. Das sind Großstädte oder das sind Städte ab 20.000 Einwohner. Wir haben in Deutschland allerdings nur 12% der Einwohner gesamt, die Fernwärme versorgt sind. Gesamt, das sind 96% davon sind in den Großstädten. Also lediglich 4% der Fernwärme findet in den ländlichen Kommunen statt. In Österreich stellt sich das deutlich anders dar. Wir haben nur 39% der Einwohner in Mittel- und Großstädten. Also wenn wir jetzt wieder runden, 1 Drittel der Einwohner leben in Städten über 20.000 Einwohner, haben allerdings
mehr als doppelt so viel prozentual Fernwärme versorgt. Also 27% der Einwohner in Österreich beziehen Fernwärme. Und diese Zahlen spiegeln letztendlich wider, dass in Deutschland sich die Fernwärme noch auf die Ballungsgebiete konzentriert, wo wir in Österreich aber schon in der ländlichen Gegend auch die Fernwärmestruktur haben. Ein wesentlicher Unterschied: in Deutschland haben wir einen Anteil von erneuerbaren Energien von gerade mal 20%. Sie ist relativ gleichmäßig auf Biomasse und Müllverbrennung aufteilt, während wir in Österreich schon mehr als die Hälfte erneuerbar haben, also im Wesentlichen Biomasse. Sprich, wenn wir jetzt in Deutschland von einem aufkommenden Trend sprechen, der kommunalen Bioenergiedörfer, dann könnten wir, ich zähle mich jetzt mal als Österreicher, könnten wir hier in Österreich sagen, dass wir das aber schon seit Jahrzehnten eigentlich umsetzen. Schauen wir uns das nochmal bildlich an. Ein solares Bioenergiedorf. Wir sehen, ein Teil der Gebäude ist an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Das ist hier gelb dargestellt, welches dann beispielsweise mit einer Biogasanlage gespeist wird. Das ist eher der seltenere Fall. In der Regel ist es eben ein Holzheizwerk und kann ergänzt sein durch eine solarthermische Großanlage. Hier ist jetzt auch noch dargestellt, weil es mit inkludiert wird, die Stromversorgung auch über erneuerbare Quellen. Wir konzentrieren uns jetzt, wie gesagt, auf die Kombination solarthermische Großanlage im Zusammenspiel mit dem Holzheizwerk. Schauen wir uns jetzt erst nochmal die Fernwärmesituation und den Trend der Fernwärme in Österreich an. Also seit den 80ern steigt der Fernwärmeanteil in Österreich im stetigen Ausbau. Wir haben heute, wie gesagt, mehr als ein Viertel der Bevölkerung Fernwärme versorgt. Also es ist sogar, wenn man sich jetzt mal Gebäude mit 20 Wohneinheiten rauspickt, die in den letzten 20 Jahren gebaut worden sind, seit 2000, haben wir sogar einen Anteil von 80%. Dass dieser Trend zunimmt, das zeigt auch der Ausbau der Trassenkilometer. Wir haben hier eine Prognose für 2029 und das sind immer relativ scharfe Prognosen, weil doch so ein Fernwärmeausbau mit langfristigen Planungen einhergeht. Die Hälfte der Fernwärme stammt aus der Biomasse, Tendenz zunehmend, das sehen wir auch hier unten grafisch dargestellt. Wir haben in Summe rund 2400 Biomasseheizwerke in Österreich, die gute oder 6.500 Terawattstunden bereitstellen. Und davon sind auch 70% der Heizwerke im Sommerbetrieb und stellen rund 440 Gigawattstunden in den Sommermonaten von Juni bis September zur Verfügung. Schauen wir uns zunächst ein solarthermisches Holzheizwerk von außen an. Also wir haben die zu versorgende Gemeinde. Wir haben ein Kollektorfeld, welches die Solarstrahlung direkt nutzt und in Wärme umwandelt. Dann haben wir irgendwo einen Wald, der die Solarstrahlung indirekt nutzt und das CO2 in Form von Biomasse bindet, also die Solarenergie und CO2 in Form von Biomasse bindet. Dann haben wir das Holzheizwerk einmal mit einem Lager. Hier hinten sehen wir im Schatten die Lagerfläche fürs Hackgut. Dann haben wir einen großen Wärmespeicher und eben das Heizgebäude, wo sich der Heizkessel drin befindet und die entsprechenden Anlagenkomponenten. Jetzt möchte ich ein paar Randinformationen, Basisinformationen zum Holzheizkessel geben. In der Fernwärme zum Einsatz kommende Kessel, die liegen im Bereich von 100 kW bis in den mehrstelligen Megawatt-Bereich. In 90% aller Fälle ist Hackschnitzel das Brenngut, welches dann über einen Treppenrost der Verbrennung zugeführt wird. Jetzt möchte ich zwei Punkte nennen, die Ihnen wahrscheinlich jeder Heizwerkbetreiber bestätigen wird. Also zum einen ist der feuchte Gehalt des Hackguts wesentlich. Ein feuchtes Hackgut hat einen deutlich niedrigeren Brennwert als trockenes Hackgut.
Und bei dem Betrieb eines Holzkessels ist es wesentlich, dass im Brennraum hohe Temperaturen erreicht werden, um die 1000 Grad, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten. Wenn Sie jetzt mit einem Brenngut den Kessel bestücken, der einen geringeren Heizwert hat, dann erreichen Sie einfach diese hohen Temperaturen nicht mehr und in Folge haben Sie eine unvollständige Verbrennung, die dann automatisch einen niedrigeren Kesselwirkungsgrad verursacht, erhöhte Emissionen. Sie haben Emissionen an an Kohlenmonoxiden, an Staub. Und wenn Sie eine Taupunktunterschreitung haben, dann können Sie auch mit erhöhter Korrosion in Wärmetauscher und der Abgasanlage rechnen oder besteht das Risiko. Ein zweiter Punkt ist, dass der Teillastbetrieb eine hochsensible Betriebsart ist. Man hört, dass 20% bis 50% ohne Problem fahrbar sind. 20%, das ist eher die Meinung der Vertriebler, 50% ist wahrscheinlich eher die Meinung der Heizwerkbetreiber. Hintergrund sind letztendlich auch oben die Punkte, dass wenn Sie weniger Brenngut dem Kessel zuführen, dann reagiert er einfach sensibler auf Feuchteinführung, beziehungsweise ist es ganz generell schwieriger, die Temperaturen im gesamten Brennraum zu gewährleisten, wenn Sie eben eine geringe, eine gedrosselte Wärmeleistung fahren. Weiterer Randeffekt von einem Teillastbetrieb kann sein, dass Sie mehrere Start- und Stoppvorgänge haben. Die sind auch immer kritisch. Sie müssen sich vorstellen, dass so ein Kessel sehr thermisch träge ist. Sie haben mehrere hundert bis 1000 Liter Speichervolumen in so einem Kessel. Also hier links sehen wir einen 1,2 Megawatt Kessel, der hat sicher 2-3 Tonnen Wasservolumen im Kessel und den müssen Sie eben auch erstmal auf Temperatur bringen. Sie müssen den Brennraum, der diese hohe thermische Masse besitzt, eben auf 1000 Grad erhitzen. Deswegen ist ein Start-Stopp-Vorgänge auch immer mit erhöhten Emissionen und Wirkungsgrad-Einbußen verbunden. Übliche Betriebsstrategien von Heizwerken sind, entweder man fährt mit mehreren Kesseln, beispielsweise mit 2 Biomassekesseln als Kaskade, oder eben mit einem großen Biomassekessel mit entsprechend großem Speicher und dann noch einem kleinen Notkessel. Wie sieht jetzt eine Ergänzung so eines Kessels mit einer solarthermischen Anlage aus? Wir haben natürlich erstmal das Kollektorfeld in der Regel oder hier dargestellt als Freiflächenanlage. Die Kollektoren, Großflächenkollektoren werden auf Rammprofile aufgeständert. Ja, dann haben Sie natürlich noch die Verrohrung vom Kollektorfeld zur Heizzentrale. Das Kollektorfeld an sich ist eigentlich nicht weiter verrohrt. Die Großkollektoren haben untereinander einen kleinen Verbinder, der die Kollektoren verbindet und die dann in Reihe durchströmt werden. Sie haben aber die Transmissionsleitung vom Kollektorfeld zum Heizwerk und natürlich die Technikkomponenten, also die Solarstation mit Wärmetauscher, Ausdehnungsgefäß und Pumpenstation. Last but not least ist eine wesentliche Komponente der Speicher und die Regelung, die letztendlich beide Technologien benötigen und letztendlich auch den Schlüssel zum Erfolg darstellen. Also neben der richtigen Dimensionierung ist das abgestimmte Speichermanagement der Schlüssel zur optimalen Kombination dieser beiden Technologien. Also zum einen darf beispielsweise der Kessel nicht den Speicher durchladen, wenn jetzt gerade eine sonnige Periode bevorsteht von einem sonnigen Tag. Zum anderen darf aber auch die Solaranlage den Kessel nicht in Teillast treiben. Das ist, ich will keineswegs den Eindruck erwecken, dass das trivial ist, ganz im Gegenteil, aber man kennt die Herausforderung und man ist sich dem Problem bewusst und hat aber auch die Lösung dafür. Warum ist jetzt die Kombination von Solarthermie und Holzheizkessel optimal? Da schauen wir uns jetzt erstmal die Jahresdauerlinie an. Die Jahresdauerlinie ist die am Heizwerk anliegende Wärmelast und zwar nicht chronologisch übers Jahr verteilt aufgetragen,
sondern nach der Größe sortiert. Also Sie haben irgendwann am kältesten Tag im Jahr minus 20 Grad Außentemperatur, haben Sie die höchste Last, die hier dann ganz links im Diagramm dargestellt ist. Dann haben Sie den Winterbetrieb, die Wintermonate und hier ist die Last, wie gesagt, der Größe nach aufgeordnet. Im Sommer haben Sie eher weniger Last und müssen nur die Wärmeverluste oder die Wärmebereitstellung decken. Das stellt dann eher, das sind diese Lastzustände. Jetzt müssen wir uns auch nochmal bewusst machen, der Heizkessel oder das Heizwerk muss natürlich hier für diese Maximallast ausgelegt sein, die nur in wenigen Stunden im Jahr tatsächlich auftreten. Und wir haben zeitgleich aber einen relativ großen Zeitraum, wofür die für den Heizkessel ungünstigen Betriebszustände herrschen. Also, und dieser orange eingefärbte Bereich ist der Bereich, den solarthermische Ergänzung dann durch die Solarenergie decken könnte. Wir haben also ein wesentlicher Vorteil, ist, dass durch die Solaranlage, der ungünstige Teillastbetrieb des Heizkessels im Sommer minimiert wird, mit dem positiven Effekt auf Lebensdauer, Effizienz und einen deutlich geringeren Wartungsaufwand in den Sommermonaten am Kessel. Wenn die Integration der Solarthermie mit einem zusätzlichen Solarspeicher einhergeht, haben wir auch eine zusätzliche Speicherkapazität, die dann zumindest in den Übergangszeiten und in den Wintermonaten auch dem Kessel zur Verfügung stehen kann. Und durch diese zusätzliche Speicherkapazität kann dann auch wiederum die Taktrate des Heizkessels gegebenenfalls reduziert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass auch planbare Zeitfenster für die Revision, für die Wartungsarbeiten am Heizkessel sich ergeben, einfach in dem Sommerbetrieb, wo der Heizkessel dann abgeschaltet sein kann, lässt sich sowas dann gut planen. Und als letzten Punkt sind sicher auch die Wärmekosten zu nennen. Also wir haben, das schauen wir uns gleich nochmal etwas genauer an, wir haben durchaus attraktive Wärmekosten, die wir mit der Solarthermie erreichen können. Wir haben hier jetzt nochmal das zeitliche Lastprofil übers Jahr, Monatswerte dargestellt und zwei unterschiedliche Anlagenauslegungen dargestellt. Also man kann eine Anlage, wenn wir kein Platzproblem haben, genügend Freifläche verfügbar ist, legt man die Solaranlage am liebsten auf eine 100-prozentige Deckung der Sommerlast aus. Das resultiert dann in einer solaren Gesamtdeckung von rund 20%. Es ist aber auch häufig der Fall, dass wir eben nicht unbegrenzt Fläche zur Verfügung haben, beispielsweise nur eine begrenzte Dachfläche, dann fällt die Auslegung der Solaranlage entsprechend kleiner aus. Wir sind vielleicht im Bereich von 1-2%. Hier habe ich die beiden Beispiele einfach mal wirtschaftlich betrachtet und die Kennzahlen dargestellt. Wir haben eine Kollektorfläche mit das gleiche Lastprofil. Ich habe hier 6 Gigawattstunden im Jahr Wärmebedarf angenommen. Wir haben zwei Solaranlagen, einmal 400 Quadratmeter und einmal 3000 Quadratmeter und Speichervolumen, was mit berücksichtigt ist und resultieren tun dann entsprechende Investitionskosten. Bei der kleinen Anlage, 400 Quadratmeter Anlage ist das hier in dem Fall, sind das 190.000 Euro beziehungsweise gut 470 Euro pro Quadratmeter Solaranlage für eine Turnkey-Anlage, also inklusive Speicher, inklusive Installation, Integration. Wir haben einen Investitionszuschuss von, wenn wir hier ein KMU annehmen, von 45%. Und das resultiert dann in eine Investition von gut 100.000 Euro Nachförderung. Ich habe die Betriebskosten berücksichtigt und das resultiert dann letztendlich über 25 Jahre gerechnet mit unter Berücksichtigung von Finanzierungskosten bei 30 Euro pro Megawattstunde. Das sind realistische Annahmen. Also wir kennen die Annahmen aus den unterschiedlichsten Anlagen. Das muss man sich dann von Anlage zu Anlage nochmal im Detail anschauen. In manchen Fällen ist es dann, kann man an der einen Stellschraube ein bisschen was sparen. Dafür ist an der anderen Stelle etwas ein bisschen aufwendiger. Aber im Großen und Ganzen sind diese Zahlen doch recht verlässlich.
Schauen wir uns jetzt mal Beispiele an für realisierte solarthermische Heizwerke. Hier haben wir eine kleine Anlage in Maria Geil, eine kleine Anlage, allerdings auch in einem relativ kleinen Netz. Und wir erzielen hier mit diesen gut 200 Quadratmeter immerhin 10% solare Deckung, also eine hohe Deckungsrate auch in den Sommermonaten. Bei der Anlage ist auch mit dem Kollektorfeld ein großer Speicher noch integriert worden mit 12 Kubik Speicherkapazität. Und der Betreiber ist jetzt im sechsten Sommer, ich habe jetzt längst noch mit ihm gesprochen, er bestätigt auch, dass einfach die, oder dass sein Grund für diesen Schritt, nämlich auf die Wintermonate ausgelegten Biomassekessel in den Sommermonaten wesentlich seltener einzuschalten, beziehungsweise über mehrere Tage und Wochen auch gar nicht mehr einzuschalten, dass er das bestätigen kann. Und er hat auch deutlich, er spricht von einer Halbierung der Taktraten der Bestandskessel. Und er hofft sich dann eben auch den positiven Effekt auf die Lebensdauer des Kessels. Andere Anlage, ähnliche Größenordnung, aber in einem ganz großen, in einem deutlich größeren Wärmenetz mit 10 Gigawattstunden ist in Krumpendorf. Hier haben wir nur rund 1% solare Deckung. Hier ist auch eine Aufdachanlage. Kommen wir jetzt mal zu einer Freiflächenanlage. Das ist ein Beispiel aus Deutschland. Hier haben wir im Hintergrund die Gemeinde Mengsdorf. Das ist eine Bürgerenergiegenossenschaft, hat dieses Projekt umgesetzt. Wir sehen hier knapp 3000 Quadratmeter Kollektorfläche und gleichzeitig noch die Heizzentrale mit Speicher. Die Anlage ist von Fissmann geliefert worden, 300 Kubikmeter Speicher. Und die ist ausgelegt worden auf eine 100%ige Deckung in den Sommermonaten, was in einer Jahresdeckung von rund 17% resultiert. Die Anlage Friesach hatte der Herr Wörter schon erwähnt. Auch hier wird mit dem Kollektorfeld, das knapp 6000 Quadratmeter groß ist, dann die größte Freiflächenanlage, zusammenhängende Freiflächenanlage Österreichs sein wird. Auch hier ist mit dem Kollektorfeld ein großer Speicher installiert worden mit 1000 Kubikmeter Volumen. Und wir werden eine hohe solare Deckung im Sommer haben und aufs Jahr gesehen 15% solare Deckung. Dass es nach oben weiter skalierbar ist, zeigt dieses Beispiel hier. Hier haben wir 12.000 Quadratmeter, das ist eine Anlage aus Dänemark, solare Deckungsbeitrag ähnlich wie im vorherigen Beispiel. Und auch hier war der Grund für die Investition die niedrigen Wärmegestehungskosten. Das lässt sich weiter nach oben skalieren, die Anlagengrößen, aber dann sind wir bald auch, kommen wir hin in die saisonale Speicherung, um Energie auch vom Sommer in den Herbst und den Winter zu transferieren. Jetzt mache ich noch ein Fass auf, das in meinen Augen ein bisschen eine mühsame Diskussion ist, nämlich die Flächendiskussion. Das Thema kommt aber immer wieder auf. Ich bin da vielleicht aber auch der falsche Ansprechpartner, weil mir geht immer das Herz auf, wenn ich eine solare Großanlage sehe und mir vorstelle, wie viel konventioneller Energieträger da gerade eingespart wird. Aber trotzdem muss man es auch ernst nehmen. Es ist ein Fakt. Solaranlagen brauchen Fläche, das ist so. Aber im ersten Schritt empfehle ich dann immer die Vogelperspektive. Also die relativiert doch einiges. Hier sehen wir nämlich jetzt in Vogelperspektive eine größere Gemeinde oder mit 3.500 Einwohnern mit einer sehr, sehr hohen Fernwärmeanschlussdichte. Also 95% der Haushalte ist am Fernwärmenetz angeschlossen. Das ist ein Beispiel aus Dänemark. Wir haben jährlichen Wärmebedarf von 40 Gigawattstunden und decken davon 40% durch die Solaranlage. Und jetzt, falls Sie es noch nicht entdeckt haben, hier ist es über 37.000 Quadratmeter großer Kollektorfeld und hinzu noch ein Saisonalspeicher, der auch da abgebildet ist. Und ich finde, diese Betrachtung aus der Vogelperspektive relativiert doch noch einiges. Man muss das Thema aber durchaus ernst nehmen, aber trotzdem würde ich mir da so schrittweise auch eine Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft wünschen. Also das soll überhaupt nicht vorwurfsvoll klingen. Es ist völlig klar, bisher war die Energieversorgung einfach nicht sichtbar. Öl und Gas und auch Strom wurde über
Pipelines bzw. Hochspannungsleitungen von der Ferne her transportiert und war einfach nicht sichtbar. Und da würde ich mir ein Umdenken vorstellen oder wünschen. Ich meine, niemand ärgert sich über einen Supermarkt oder ein Fußballfeld in seiner Nähe. Im Gegenteil, meistens freut man sich dann sogar noch. Und warum wollen wir nicht eine Solaranlage, Freiflächenanlage, also, oder beziehungsweise die regionale und nachhaltige Energieversorgung der gleichen Kategorie zuordnen? Und hier in diesem Flächenvergleich haben wir eine 4000 Quadratmeter große Anlage. Sie erinnern sich an die Anlage von Mengsberg, die war nur 3000 Quadratmeter groß. Und die ist gerade mal ein bisschen größer als ein Fußballfeld oder ein Supermarkt. Und ja, das finde ich, das stellt die Flächendiskussion nochmal auf eine realistischere Basis. Außerdem, das muss einem auch bewusst sein, eine Freiflächen-Solaranlage stellt ja keine versiegelte Fläche dar. Also wir schaffen eine ökologische Bereicherung. Eine umfangreiche Studie hat jetzt eine wissenschaftliche Studie hat sehr umfangreich dargestellt, dass Solarparks eine Bereicherung oder Refugien für Flora und Fauna darstellen. Also Freiflächenanlagen bilden Rückzugsorte in der Tier- und Pflanzenwelt. Wir schaffen Schutzräume für gefährdete Arten durch ungenutzte Flächen und können auch helfen, Landschafts- und Naturschutzziele zu verwirklichen, insbesondere wenn das mit ökologischen Gesamtkonzepten einhergeht, beispielsweise für die neue Erschließung und Versiegelung einer neuen Wohnsiedlung in der Nachbarschaft. Also hier sehen wir beispielsweise genau in der Mitte größte Anlage Deutschlands in Ludwigsburg mit einem ökologischen Konzept. Wir haben hier einmal eine Besichtigungsplattform, das ist das Dach des Heizwerks und das wird über einen Wanderweg erschlossen. Gleichzeitig haben wir vorne einen neu geschaffenen Habitat für Eidechsen, die dort gelebt haben. Hier sehen wir in Kreilsheim eine Anlage mit einem einhergehenden ökologischen Konzept. Hier sehen wir ein Kollektorfeld in der Nachbarschaft zum Biotop. Oder wenn wir in den landwirtschaftlichen Raum gehen, dann kann das auch eine Regeneration von intensiv genutztem Boden bedeuten. Und da auch nochmal die Anmerkung, so eine Freiflächenanlage ist zu 100% rückbaubar. Wir haben lediglich die Rammprofile, die in den Boden getrieben sind, auf denen die Kollektoren befestigt sind, das ist kein Problem, die Anlage nach fertiger Nutzung wieder zurückzubauen. Ich möchte zu meinem Resümee kommen. Ich behaupte, dass die solarthermische Ergänzung von Heizwerken ein technologischer Standard sein wird. Also es wird in Zukunft nicht mehr gefragt, warum hast du dir eine Solaranlage neben das Heizwerk gestellt, sondern warum deckst du deine Sommerlast nicht mit Solarthermie? Dann ein weiterer Punkt. Österreich, den will ich einfach nochmal hier erwähnt haben. Österreich hat sich in der Branche zu Recht über die letzten Jahrzehnte einen sehr guten Ruf erarbeitet. Also wir haben die Hersteller wir sind europäischer Marktführer seit Jahren bei der Herstellung von Solarthermie-Kollektoren. Auch als Kesselhersteller. Wir haben namhafte international angesehene Forschungseinrichtungen. Wir haben Projektentwickler in unseren Reihen. Wir haben eine unzählige Heizwerkbetreiber mit langjähriger Erfahrung begleitet durch Optimierungsprogramme. Und wir haben, das haben wir vorhin vom Herrn Wörter gesehen, wir haben attraktive Förderungen und Förderbegleitung derzeit. Das heißt, die Randbedingungen, diese Zukunftstechnologie einen Push zu geben, sind vorhanden. Auch letztendlich, um dann im nächsten Schritt dieses Know-how international zu nutzen. Also es birgt in diesem Bereich ein Riesenpotenzial, auch in den Nachbarländern, in Osteuropa, im Balkan, in Frankreich. Es sind alles Länder mit sehr großem Potenzial, was früher oder später in Angriff genommen wird. Daher will ich jetzt meinen Beitrag auch mit der Frage beenden. Bleibt Österreich Technologietrendsetter? Ich behaupte, die Voraussetzungen sind gegeben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sebastian Schramm, für den eben sehr interessanten Vortrag. Man hat, glaube ich, sehr gut gesehen, was eine solare Großanlage als Ergänzung zu einem Holzheizkraftwerk bringt. Ja, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wie schon erwähnt, in der Menüleiste unten die F&A-Funktion und ich werde sie dann dem Sebastian Schramm stellen. Es ist bereits eine Frage gekommen und zwar: Haben Sie den Wärmepreis in Euro pro Megawattstunde durch eine Barwertberechnung ermittelt? Ich glaube, da geht es um die Folie, wo du eben dargestellt hast, wie viel man da einsparen kann. Ja, also die Wärmepreise, das ist eine dynamische Amortisationsbetrachtung. Die Wärmepreise habe ich leert ermittelt, dass ich die Investitionen quasi oder als Annuitätendarlehen begriffen habe. Das heißt, ich nehme ein Darlehen der Investition auf und zahle das als die jährliche Annuität über den Zeitraum der Lebensdauer der Anlage zurück und stelle das der gewonnenen Wärme gegenüber. Also ich habe sozusagen Finanzierungskosten, hier habe ich 2% Finanzierungskosten berücksichtigt und so bin ich zu den dargestellten Wärmepreisen von rund 30 Euro pro Megawattstunde gekommen. Okay, danke. Ja, bis jetzt sind noch keine weiteren Fragen gekommen, deswegen kann ich Sie nochmal dazu aufrufen, jetzt Ihre Fragen zu schicken. Sonst würde ich in der Zwischenzeit noch ein paar Hinweise an Sie geben. Ja, Sie können gerne unseren Newsletter abonnieren, den verschicken wir regelmäßig an über 680 Abonnentinnen. Da informieren wir Sie regelmäßig zu allen aktuellen Themen aus der Solarwärmebranche und damit sind Sie immer top informiert und auch was unsere Veranstaltungen betrifft und zukünftige Webinare, dann werden Sie mit unserem Newsletter immer mal auf dem aktuellen Stand gehalten. Gleichzeitig können Sie natürlich auch gerne Mitglied werden, wenn Sie für ein Unternehmen oder eine Organisation arbeiten, die in einer der Kategorien passt, die Sie hier rechts aufgelistet sehen. Da freuen wir uns natürlich auch darüber und Sie genießen dann alle Vorteile, die man als Mitglied von Austria Solar eben genießt und werden in alle Aktivitäten des Verbandes eingebunden und so weiter. Ja, mittlerweile gibt es eine weitere Frage. Gibt es Unternehmen, die alles aus einer Hand anbieten, sprich auch Finanzierung und Betriebsführung? Ja, also je nachdem. Also es gibt natürlich einige Projekte, sind auch mit quasi im Sinne des Wärmecontractings umgesetzt worden. Das ist wirklich eine Betreiberfirma, entweder gegründet wird oder auch schon gibt und dann letztendlich nur noch die Wärme an die Kommune verkauft. In Deutschland gibt es einige solche Projektfirmen. Naturstrom ist eine, Solarkomplex, die wirklich solche Projekte entwickelt und umsetzt. Es gibt auch Technologieanbieter, die alles aus einer Hand anbieten. Also Fissmann beispielsweise bietet das Komplettprogramm an, von Solaranlage bis Hackschnitzel, Kessel und Speicher. Und es gibt auch unterschiedlichste, in meisten Fällen bilden sich dann Partnerkonsortien, und es gibt aber die unterschiedlichen Firmen, die dann auch für eine Finanzierung bereitstehen. Also da kann ich gerne auch die Kontakte oder die Links teilen, wenn da Bedarf ist. Okay, danke. Also ein Aspekt, der mich noch interessieren würde, dieser Punkt der Biodiversität, die ja gefördert werden kann, eben durch solche freie Flächenanlagen, ist ja zumindest aus meiner Sicht ein oft missachteter Punkt bei der ganzen, was die ganze Klimakrise betrifft, dass es auch eine Biodiversitätskrise ist. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen mehr dazu sagen, was da quasi, ob es aus der Studie, die du da erwähnt hast, was man da festgestellt hat, vor allem also was für welche Arten das vielleicht besonders nützlich ist? Also das ist insbesondere tatsächlich auch für Flora und Fauna, also das ist für die Pflanzenwelt, aber auch für die Tierwelt, insbesondere Insekten, aber auch kleinere Kriechtiere. Also das ist jetzt insbesondere die kleineren Tiere, Insekten und diese kleinen
Echsen, Krabbeltiere. Aber das finde ich auch sehr, sehr wichtig, diesen Aspekt, weil generell herrscht ja noch dieses Bewusstsein, es ist eine technische Anlage, wir wollen eine technische Anlage nicht in einem Landschaftsbild integriert haben. Und da finde ich, muss man einfach ein bisschen anfangen, das anders einzuschätzen, einzuordnen. Also wir schaffen da, wie gesagt, wirklich ökologische, kleinökologische Paradiese um auf deine Frage zu antworten, ja, für Insekten, Stichwort Bienensterben, Insektensterben. Das ist also wirklich eine Bereicherung, und aber auch Kleintiere, sei es Eidechsen, sei es Vögel, sei es, das ist in dieser Studie ist ganz interessant, sind wirklich mehrere, ich glaube bis zu 10 große Solarparks über mehrere Jahre analysiert worden. Und man sieht einen deutlichen positiven Einfluss. Okay. Ja, na, das ist, also ich finde, das ist eigentlich etwas, was man da vielleicht noch mehr in den Vordergrund rücken könnte. Also, weil eben vor allem das Insektensterben und auch das Vögelsterben wirklich, also ich finde, man merkt es jetzt auch schon immer mehr. Ja. Also ich bin jetzt zwar noch nicht so alt, aber es gibt auch aus meiner Sicht schon einfach, man merkt, dass es wesentlich weniger Insekten jedes Jahr gibt, die man einfach in der Natur bemerkt. Ja. Es ist noch eine Frage gekommen, und zwar gibt es Erfahrungen mit PV-thermischen Kombimodulen bei großen Solaranlagen oder Freiflächenanlagen? Ja, beziehungsweise sehe ich das oder schätze ich das als nicht allzu erfolgsversprechend ein. Weil wir bei der Fernwärme oder bei der Großanlage, bei der Großinstallation ist ja der wesentliche an Vorteil, dass wir hohe Kosteneinsparungen haben bei der Investition und es wirklich ermöglichen, Wärme zu sehr attraktiven oder auch bei PV-Strom zu sehr attraktiven Preisen bereitzustellen. Deswegen wollen wir auch in die Freifläche und in die große Skalierung. Und der Effekt ist ein bisschen gegenläufig, wenn wir jetzt PV-Thermie-Kollektoren verwenden. Also da macht es dann mehr Sinn, eine Großanlage, eine solarthermische Großanlage und daneben eine PV-Anlage zu installieren, meiner Meinung nach, dass das die kostenoptimierte Lösung darstellen wird. Okay, noch eine Frage, ist es auch möglich, die Wärmekunden in die Finanzierung einzubinden? Gibt es dazu vielleicht weiterführende Informationen? Ja, also das sind ja diese Bürgerbeteiligungsmodelle oder auch Bürgergenossenschaften, wie sie jetzt beispielsweise in Deutschland entstehen. Ein prominentes Beispiel ist natürlich die Anlage in Friesach. Da können Sie einen Quadratmeter Kollektorfläche kaufen und verpachten das dann an einen Betreiber für 3% der Investition zurück. Also da können Sie ganz direkt sich beteiligen und so ein Projekt als Bürger mitfinanzieren. Genau, das hast du ja am Anfang von deinem Vortrag auch erwähnt, auch den Leitfaden von Austria Solar, den es dazu gibt. Und den finden Sie auf unserer Website, auf solarwärme.at, wie gesagt. Und diese Bürgerbeteiligungsmodelle finden immer wieder Anwendung bei solchen großen Anlagen. Genau. Danke für den Hinweis von einem Zuschauer. Es gibt auch noch von uns den QuickCheck Biosol, den man eben verwenden kann, wenn Sie Heizwerkbetreiber sind und testen wollen, wie groß müsste ungefähr die Anlage dimensioniert sein, was können Sie da einsparen. Dann gibt es auf unserer Seite, auf unserer Webseite den QuickCheck Biosol. Einfach, das dauert 5 bis 10 Minuten maximal, wo Sie einfach alle Ihre Daten eingeben können und dann bekommen Sie eine kurze erste Einschätzung, wie das ungefähr aussehen könnte, und wir liefern Ihnen Kontaktdaten zu erfahrenen Planern von solaren Großanlagen und die auch zum Teil an der Erstellung des Tools beteiligt waren. Und genau, also vielen Dank für den Hinweis vom Zuschauer, auch auf unserer Website solarwärme.at. Gut. Ich glaube, jetzt sind keine weiteren Fragen mehr da. Vielen Dank nochmal, Sebastian, für deinen Vortrag.
und für die, dass du jetzt auch noch die Fragen beantwortet hast. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen mit dem Hinweis auf unser nächstes Webinar im Oktober. Über den Sommer legen wir eine Pause ein. Es geht dann um Solarwärme im Hochtemperaturbereich. Da wird auch wieder Gernot Wörter mit von der Partie sein. Und den Expertenvortrag wird uns Joachim Byström von Absolicon, unserem schwedischen Mitglied, halten. Und die eben in diesem Bereich tätig sind, im Hochtemperaturbereich. Sie können sich dafür in Kürze anmelden auf unserer Website solarwärme.at/webinare. Und alle bisherigen Webinare gibt es eben auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/user/austriasolar. Auch dieses Webinar wird, wie gesagt, in Kürze dort verfügbar sein. Sie werden dann benachrichtigt. Und jetzt darf ich mich noch bedanken für die Aufmerksamkeit. Nochmal danke an Sebastian Schramm und Gernot Wörter für die Vorträge. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Danke sehr. Wiedersehen.